Ja. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde von nah und fern, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Harry Potter und der Stein der Weisen für die PlayStation 2. Und falls sich jemand fragen sollte, andere Seite, falls sich jemand fragen sollte, warum diese Leiste meiner LEDs nicht funktioniert, da gibt es eine ganz einfache Erklärung für. Moment. Komm mal her, du kleiner Rabauke. Ja, genau, du bist gemeint. Dieser kleine Lümmel hier dachte, es wäre eine gute... Nein, lass mein Mikrofon in Ruhe. Nein, geh da weg. Nein, Fiocco. Dieser kleine Stinker hat gedacht, es wäre doch eine unglaublich tolle Idee, wenn man mal in diese LED-Leiste reinbeißt. Ja. Vielen Dank, Fiocco. Und so kam es, dass ich nur noch eine funktionierende LED-Leiste hatte. Und so kommt es, dass ich mir bald eine neue kaufen werde. Ach ja, Leute, es ist ein Spaß für die ganze Familie. Okay, was? Zweiter Stock, Leseraum. Vorbei an der Bibliothek und zum Anbau. Ah, durch das Porträt. Verstanden. Ja, aber ich gar nichts verstanden. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hier sind, Leute. Ich hatte mal wieder eine Aufnahmepause. Ja. Also genau, ich muss mir jetzt eine neue LED-Leiste kaufen, bliblablub, Ananas und Pipapo. Und wir sind hier gerade in der Bibliothek von Hogwarts, wie man an diesen wunderschönen Bücherregalen sehen kann. Und ich glaube, meine Aufgabe war ja jetzt irgendwie in die verbotene Abteilung zu huschen, oder? Wir können ja mal gerade kurz gucken, da müsste ja eigentlich was hier in meinem Aufgabenbuch stehen. Finde eine Ausgabe von jüngere Entwicklungen in der Zauberei. Genau. Verbotene Abteilung, alles klar. Gut, und dafür soll ich irgendwie... Was wackelt hier so? Achso, ich dachte, es ist ein Erdbeben, ist aber nur die Kamera, glaube ich. So, genau, dafür muss ich jetzt hier erstmal ein wenig klarkommen. Zauber wechsle ich auch mal eben. Wir packen uns den Zauber mal auf die... Ja, aufs Quadrat. So, sehr schön. Weil da oben können wir noch was drücken. Und da kommt auch schon etwas empor. Was wird es wohl sein, Leute? Es ist... Ein riesiger, drehbarer, hölzerner, fetter Kolben. Den wir wahrscheinlich auch wieder aufziehen müssen und dann muss der wieder einrasten, ne? Wir kennen ja das ganze Prozedere noch aus der Vergangenheit. Da oben haben wir übrigens auch noch die Möglichkeit, irgendwas zu verzaubern. Okay, muss ich das jetzt wieder sehr schnell... Aber wo rein soll er denn gehen? Da drüber ist doch gar nichts. Okay, okay, wartet. Wir gehen nochmal kurz hier weiter. Ich glaube nicht, dass es nur dieses Teil da ist, was wir bearbeiten müssen. Da oben haben wir... Da ist doch jemand! Hä? Wer hat das gesagt? Hallo? Wer redet denn da? Hallo? Niemand hier, okay. Elasto! Elasto! Hui! Harry, halt dich... Harry, halt dich fest! Rudi! Hui! Sehr, wunderbar, Harry. Du kannst das auf jeden Fall gut. Dann gehen wir halt erstmal auf die Seite. Flipendo! Nein, nicht Flipendo, Harry. Elasto! Elasto. So, und... Halt dich fest! Ach, Harry! Halt dich doch einfach fest. Hui! Ja, danke schön. Was für eine schwere Geburt war das denn bitte schon wieder? So, dann durchsuchen wir nochmal eben hier die Kiste. Holen uns nochmal Stinkbomben raus. Ich hätte zwar ein paar Schokofrösche oder Kürbispasteten oder sonst irgendwas in die Richtung geiler gefunden. Aber einem geschenkten Gaul. Nintendo! Schaut mal nicht ins Maul. So, und nu? Da oben ist auf jeden Fall ein Buch. Ich hab's gerade gesehen, Leute. Was ist denn hier passiert? Nintendo! Nintendo! Ja, keine Ahnung. Egal, wir haben es gemacht und ich glaube, das ist die Hauptsache. Ah, doch, wartet mal, da oben war ja jetzt gerade auch irgendwie was, ne? Ich versuche mal mit Flipendo das hier hoch zu befördern. Flipendo! So, in der Hoffnung. Flipendo! Hey, Harry, treffen wir auch mal gut. Oder auch nicht. Okay, warte, wir versuchen es nochmal kurz auf die andere Seite. Elasto! Hui! Nein, wir müssen es gerade treffen. Harry ist echt nicht gut in genauem Springen. Och, Harry, das war doch relativ gut. Netter Try irgendwie, aber doch nicht. Elasto! So, jetzt aber. Hoch da mit dir, Harry!
Ja, danke schön. So, da haben wir hoffentlich jetzt noch mal ein bisschen was an Stärkungs Sachen drin. Ja, eine Kürbispastete, sehr gut, Leute. Die schnabuliere ich mir doch mal direkt rein, ab in die Baggen damit. So, und dann haben wir hier noch irgendwas. Aber das war's dann im Großen und Ganzen auch, ne? Eine Kürbispastete. Ja, nehme ich auch nochmal. Man weiß nie, wofür man ein volles Leben braucht, Leute. So, dahinter können wir nicht weiter, wie man sieht. Und da haben wir jetzt das Teil. Also wir müssen es anscheinend wirklich hochkurbeln. Ja, wir müssen es hochkurbeln, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal eben runter. Weil irgendwas war ja noch da hinten mit den Bücherregalen. Da hat sich doch irgendwas bewegt. Ich will nur mal kurz gucken, was es damit auf sich hatte. Ob wir da irgendwie noch weiterkommen. Ob das einen tieferen Swag hatte. Oder ob das doch nicht so einen tiefen Swag hatte. Das hatten wir schon, ne? Ja, ja, genau. Das war das, was wir schon hatten. Hä, aber was hat sich denn hier verändert? Ich sehe nichts Neues. War das auf der anderen Seite? Hier ist auch nichts, ne? Nö. Hier können wir auch nicht... Doch, da könnten wir durch. Aber ich glaube, da soll ich gar nicht durch, oder? Ich glaube, ich gehe mal wieder schnell zurück. Oder? Wo sind wir hier? Ne, ich glaube, hier soll ich... Nee, Leute. Wir gehen mal schnell wieder zurück. Ich glaube, das ist nicht richtig. So. Gut, okay. Ich glaube, es bleibt nichts anderes übrig, als das da mal zu aktivieren. Nintendo! Oh, ja, das hat geklappt. Sehr gut. Und dann kommen wir jetzt zu dieser Leiter dort. Sehr schön. Und da drüber ist eine Lumos-Stadt. Oh mein Gott. Was zum Teufel war das? Ah, Brudi! Ich hab dich nicht gesehen. Da ist ja der Dude. Der hat vorhin mit mir geredet. Hallo? Ich rate davon ab, sich hier rumzutreiben. Ja, normalerweise hast du recht. Jetzt zieh ich nochmal den Tarnumhang an. Kann ich den überhaupt anziehen? Was war das? Nix. Ich kletter hier nur hoch. Ich bin Harry Potter, ich bin berühmt. Mach dir nichts draus, ich bin der Junge mit der Blitznarbe. Ich darf das. Dumbledore ist mein Bro. So. So, Sixpack Wasserspeier ist wieder am Start. Und macht Dinge. Die Frage ist, was für Dinge? Natürlich wieder grüne Avada Kedavra Trittstufen zum drauf rumklettern. Gut, ja, gibt's noch was ich hier erkunden kann? Weiß nicht, also, kann der mich erwischen? Macht der irgendwas? Ich will jetzt hier nicht Game Over sein, aber irgendwie würde ich mich da auch gerne um... Egal, wir gucken uns nicht um, Leute. Kein Bock, dass er jetzt der Dude mir hier auf die Fresse haut. Grüne Avada Kedavra Trittstufen, ich komme! Lauf, Harry, du schaffst es! So, jetzt einmal hier hoch. Ich versuche die Soundgeräusche jetzt nachzumachen. Und da haben wir unser Buch, Leute. Sehr süffig. So, einmal aufheben. Heureka. Und jetzt öffnet sich diese geheime Abteilung. Und ich hoffe, dahinter ist die verbotene Abteilung, weil genau da will ich nämlich hin mit euch. Jetzt kann mir mal bitte noch jemand sagen, wo das... nicht nochmal hoch, Harry. Wir haben doch alles gesammelt, du kleiner Fischkopf. Wo das jetzt hier war? Sag mir bitte nicht, dass es auf der anderen Seite bei dem Vertrauensschüler ist, weil da habe ich echt keinen Bock, wieder hinzulaufen. Was geht hier vor? Ah, nix. Mach dir nichts draus. Was machst du hier? Okay, geh sofort wieder zurück in den Gemeinschaftsraum. Ich will aber nicht in den Gemeinschaftsraum. Brudi. Muss jetzt aber hier nicht nochmal alles neu machen, oder? Nö, ich glaube, ich habe den Fortschritt schon geschafft. Jetzt nur die Frage. Wir müssen da auf jeden Fall hin, wenn ich das richtig sehe. Nintendo! Aber wie kommen wir da hin? Wer ist da? Niemand! Ich habe ja auch leider keine... Keine Vogelperspektive. Hä? Wo ist denn hier? Hallo? Lokomotor. Nein! Oh, hä, wo ist denn jetzt der Eingang? Der Eingang. Ich hab doch. Wo ist. Hä? Oh, Katzi. Ich glaube, ich muss ihn rauslassen, Leute. Ich lasse dich sofort raus, Yoko. Muss nur mal gerade ganz kurz gucken, wo hier. Der Papa muss mal eben gucken, wo hier der Ausgang ist. Wo muss ich denn jetzt hin?
Oder muss ich das doch nochmal einsammeln? Hat sich das zurückgesetzt? Ich gucke jetzt nochmal einmal nach. Nee. Ja, oh, warte mal, da habe ich eine Kiste übersehen. Die nehme ich natürlich gerne mit. Ja, was wurde mir denn da jetzt für ein Ort gezeigt? Das kann doch gar nicht sein. Wieso kann man denn so blind sein? Das ist hier ein quadratischer Raum. Kürbispastete. Kürbis. Achso, ich habe ja eh alles Leben. Brauche ich auch nicht einsammeln. So, hier haben wir auf jeden Fall eine gute Aussicht. Gucken wir doch einfach mal. Ach so, und ich könnte eventuell... Ich kleiner Schlaumeier. Ich könnte ja eventuell die Bücherregale nutzen, um mich von A nach B zu hangeln. Weil dann hätte ich vielleicht auch nicht so das Problem... denke ich zumindest mal. Mich hier besser zurechtzufinden. Sollte man meinen, aber... Hä? Was geht hier vor? Nichts, ich will einfach nur hier raus. Oder ist das doch nicht der richtige Raum? Ich muss kurz die Katze rauslassen. Sekunde, Leute. So, Leute, ich bin wieder dabei und gerade kurz einmal durch diese Tür gelaufen. Ist ein bisschen blöd, weil ich das rausgeschnitten habe. Ich dachte mir eigentlich nicht, dass hier was ist, aber da sind hier plötzlich diese Bücherregale ein bisschen zur Seite geschwungen. Und jetzt habe ich hier anscheinend wieder meinen Tarnumhang an. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Wir gucken uns jetzt hier erstmal um und nehmen nochmal eine Kürbispastete mit. Kürbispastete. Lecker. Schnabbelfatz. Hineinkriechen können wir hier. Ja, dann machen wir das doch mal. Ominöse Öffnungen in Wände, Leute. Wer würde nicht gerne reinkriechen? So, aber wo landen wir jetzt, ist die Frage. Ah, hier in einem anderen Teil der Bibliothek. Gehe ich mal schwer von aus. Ja, genau, das ist genau der Bereich, der mir gezeigt wurde vorhin. Jetzt haben wir hier nochmal ein neues Buch vom Folio Bruti. Fliegende Bücher. Diese dicken Wälzer stürzen sich aus den Regalen der Bibliothek. Besonders in der verbotenen Abteilung. Du kannst sie mit Flipendo betäuben. Sie sind leicht reizbar. Ist ja schön, dass sie leicht reizbar sind. Das, freut mich natürlich riesig. Aber ich bin ja unter meinem Tarnumhang. Sollte daher nicht das größte Problem... Och, süße Katze. Och, guckt mal, Leute. Ein paar Umbridge-Vibes hier schon direkt noch im ersten Teil. Ja. Ich hab da mal so eine Frage. Waren wir hier nicht schon mal? Aber ich meine... Aua. Hä? Das liegt gar nicht, das Buch. Wie kann mich das denn verletzen? Das ist auf jeden Fall der Bereich, der mir vorhin gezeigt wurde, als die Bücherregale auseinandergingen. Da habe ich nämlich auch diese offene, goldene Kiste gesehen. Ich wollte eigentlich noch sagen, hä, was macht die denn da? Aber bevor ich mich jetzt hier lang haxel, weil ich mir echt nicht ganz sicher bin, ob das hier der richtige Weg ist, gucke ich nochmal eben kurz hier weiter, ob denn hier noch irgendwas ist. Weil hier kann ich auch reinkriechen. Und das ist ja nicht der Bereich, wo ich gerade rauskam, oder? Bin ich jetzt lost? Weil dahinter war ja... Ich guck mal eben gerade, Leute. Lieber probieren... Bevor ich jetzt hier wieder was verchecke. Oh! Oh, nee, das ist nicht der Raum. Ich hab doch da was gehört. Ja, du hast da was gehört, aber... Was geht hier vor? Lokomotor Nein, 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 nein! Oh, Manno! Also anscheinend muss ich jetzt zurück, oder wie sehe ich das? Ich muss nur noch mal auf die Aufgabenliste gucken, bevor ich jetzt hier irgendwas mache, was nicht so sein soll. Ja doch, wir haben einen Haken dahinter. Nee, Leute, ich denke mal, wir müssen wirklich zurück. Ich hoffe, ich muss zurück. Bitte lass mich nur zurück müssen. Bitte, 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 bitte. Und gut, dass ich mich in dem Vorraum da gerade eben nicht nochmal hochgebastelt habe. Weil ganz ehrlich, Leute, das wäre ja mal sowas von useless. Hier unten ist jemand. Da ist niemand. Da ist niemand. Eieieiei. Oh Gott, da ist Filch. Wer immer du bist, ich finde dich. Nein, Brudi, du findest mich nicht. Du hast ja Mrs. Norris. Ha, das war aber knapp. Ah, Brudi, dreh schön um. Was war das für ein Geräusch? Nix. Gar nix. Gar nix, gar nix. Geht da... Oh ne, jetzt stehen die da rum, oder was? Nee, bitte. Oh ja, eine geht weg. Hey, du Newt Scamander verklatscht. Genau, geh mal weg. Da ist doch jemand. Ah! Ah!
Manometer, das ist nicht gut für meine Nerven, Leute. Da kommt Filch wieder. Ja, moin. Ja, muss nicht um die Ecke gucken. Hier unten ist jemand. Ha, 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 puh. Leute, erstmal Schweißperlen vor der Stirn wischen. Wir haben es geschafft. Ich mag diese Aufgaben nicht, Leute. Ich mag es, mich nicht zu verstecken. Was zum Teufel war das? Niemand. Ey, warum steht denn ein Dude da? Hallo, was macht der denn da? Ah. Ich hab doch da was gehört. Nein, 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 nein. Ach, egal, wir haben den Zwischenraum geschafft schon. Ich glaube, wir landen jetzt direkt bei diesem Raum. Dann weiß ich jetzt zumindest beim nächsten Try, dass ich einfach nur einen Zauber wirken muss, damit der Typ woanders hinlag. Was war das für ein Geräusch? War deine Mutter. Hey, du. Nein, 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 tschüss. Jetzt habe ich schon die Animation angefangen. Ihr könnt mich mal kreuzweise. Tschüss. Ja, blöd gelaufen. Da haben die Programmierer da haben die Programmierer entweder nicht mitgedacht oder das absichtlich so gemacht. Also ist auf jeden Fall mal ganz nett. Hä? Oh nein. Strom ist um Mitternacht im Schloss herum, kleiner Erstklässler. So gar nicht brav. Man wird dich erwischen. Was hast du da, Potter? Peeves, bitte. Zeig her. Gib es zurück, es gehört dir nicht. Genau, das ist Privateigentum von Harry James Potter. Wie die Treppe einfach so durch den durchgleitet. Oh, was will der denn jetzt von mir? Was macht der? Soll ich dem jetzt... Ich folge dem wahrscheinlich einfach nur. Alles klar, Peeves, ich krieg dich. Du kleiner Ganove. Einfach Privateigentum klauen, du spinnst ja wohl. Wieso hat er jetzt auf die Treppe gewartet und ist dann doch durch die Tür? Das muss wohl niemand so ganz genau verstehen. Aber wir folgen ihm natürlich. Der wird mir nicht entkommen, Leute. Peeves, wo bist du? Ich mein's ernst, wo bist... Oh. Hä? Was war das für eine Animation? Ich glaube, da sollte Peeves sein, aber er war nicht da. Oh nee, bitte. Jetzt weiß ich doch gar nicht, wo ich lang muss. Hä, was ist denn das hier? Hallo, Klassenraum 5b. Und was haben wir da? Öffnen. Und da komme ich wieder zurück. Richtig, richtig. Ja, bleibt mir nichts anderes über, als einfach mal beide Räume, die ich öffnen kann, abzuchecken. Ich glaube, da sollte gerade Peeves zu sehen sein. Aber irgendwie gab es das nicht. Also, oh, ja. Hier hast du es. Ich wollte es eh nicht. Der ist ja kulant. Danke, Peeves. Hä, der ist ja normaler... Mom? Mom? Dad? Nun? Alter weißer Mann! Wie hunderte Menschen vor dir hast du die Freuden des Spiegels Nerhegeb entdeckt. Nerhegeb. Ich wusste nicht, dass er so heißt, Sir. Aber ich denke, du hast inzwischen erkannt, was er tut. Er zeigt mir meine Familie. Meine Mutter und mein Vater. Der glücklichste Mensch auf der Erde könnte in den Spiegel schauen und sich genau so sehen, wie er ist. Er zeigt uns, was wir wollen, was immer wir wollen. Ja und nein. Er zeigt uns nicht mehr und nicht weniger als unseren tiefsten, verzweifeltsten Herzenswunsch. Du, der du deine Familie nie kennengelernt hast, siehst sie hier alle um dich versammelt. Allerdings gibt uns der Spiegel weder Wissen noch Wahrheit. Es gab Menschen, die vor dem Spiegel dahingeschmolzen oder sogar wahnsinnig geworden sind. Der Spiegel kommt morgen an einen neuen Platz. Suche ihn nicht mehr. Es ist nicht gut, wenn wir nur unseren Träumen nachhängen. Und vergessen zu leben. Ich sollte ihn nun mitnehmen. Sonst handelst du dir noch Ärger ein. Wie wär's, wenn du jetzt wieder ins Bett verschwindest? Hey, warte mal, der hat mir den jetzt geklaut, oder was? Hey, Brudi, das machst du in den Büchern oder im Film nicht? Oder hat er den Tarnumhang mitgenommen? Nein, der hat den Tarnumhang nicht mitgenommen. Der hat ihm ja sogar Harry geschenkt.
Alter, was ist denn jetzt hier los? Klaut dir mir einfach den Tarnumhang, dieser alte weiße cis-hetero-weiße Typ. Der spinnt ja wohl. Gut, Leute, egal. Wir sind immer noch hier im Raum mit unserem spiegelnden Hagge. Eigentlich könnte ich jetzt auch ganz crazy hier davor stehen bleiben. Was soll Dumbledore machen? Aber irgendwie zeigt mir der Spiegel jetzt nicht mal mich selbst mehr. Ja. Anscheinend ist mein größter Wunsch nichts. Ich bin wunschlos glücklich, Leute. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, verlassen wir den Raum hier mal. Und gehen ab ins Bett, weil es ist schon spät und ich bin müde und, ja, sonst gibt's hier gleich noch mehr Ärger mit Vertrauensschülern und, Lehrern und dem Hausmeister. Ja, kommt, hier geht's raus zum großen Treppenhaus und dann ab in den Gemeinschaftsraum und eine Mütze Schlaf. Ich freue mich, Leute. Und dann geht's morgen erstmal frisch und munter in den Unterricht zu einer neuen Lektion, die uns da erwarten wird. Mal schauen, welche das sein wird. So. Wobei, eigentlich könnte ich die Gelegenheit... Wobei, Fred und George, haben die irgendwas noch zu bieten? Können die mir noch was bieten, Leute? Ich weiß es gar nicht mehr. Also mein letzter Stand war eigentlich, dass ich denen alles abgekauft habe. Die haben nur noch diese Überraschungspakete. Kaputt Drakonis. Kaputt Drakonis. Gut gemacht, junger Gryffindor. Das ist tatsächlich das richtige Passwort. Gryffindor? Naja. So, ja, komm, dann gehen wir nochmal kurz zu Fred und George. Einen kleinen Besuch werden wir uns da noch eben leisten. Weil jetzt, wo die auch noch Öffnungszeiten hier haben, muss ich mich ja so ein bisschen danach denen richten. Oh ne, da ist Percy wieder. Gar kein Nerv auf den Dude. Percy. Hä? Das war Fail? Ich wollte ihn eigentlich ablenken. Schweineschnauze. Schweineschnauze. Nein, 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 nein. Hä? Die Animation war doch schon. Seit wann geht das denn? Oh, Percy hat dazugelernt, Leute. Okay, noch ein Try. Sonst ist es mir das nicht wert. Hallo, Percy. Ich bin's, Harry. Kannst du mich mal eben gerade kurz zu deinen Brüdern durchlassen? Bitte? Wo bist du denn? Ach, da. Lalalala. Schweine. Komm, Harry, mach hinne. Nein! Ach komm, Percy, lass doch mal den Scheiß jetzt. Warte mal, ich kann doch so eine Stinkbombe zum ersten Mal einsetzen. Ich habe noch nie eine eingesetzt. Wie macht man das denn? Guck mal gerade. Jetzt habe ich mir hier was vorgenommen. Ah, die können wir ausrüsten. Ah! Ja, das ist ja mal angenehm, Leute. Soll ich mal testen? Ich habe so viele. So, da ist jetzt eine Stinkbombe. Und nu? Wow. Also, Animation war mal wieder on fleek. Aber das Furzgeräusch, das mochte ich. War so ein sehr feuchter, unangenehmer Furz. Rudi. Harry, was machst du? Schweineschnauze. Mach hin, Harry. Ja. Oh mein Gott. Was hat denn jetzt die Stinkbombe gebracht? Gar nichts. Tja, Percy. Musst du ein bisschen früher kommen, wenn du Harry Potter austricksen möchtest. Fred, George, eure Stinkbomben sind scheiße. Und euer Laden ist auch scheiße. Hier gibt's nämlich keine Karten mehr. Na gut, dann kaufen wir hier unser aus dem Wunschbrunnen. So. Hä, warte mal, ich habe nur 6 Bertie Bott's Bohnen. Warum kommst du nicht mit ein paar Bertie Bott's Bohnen zurück? Ich bin völlig umsonst hier reingelaufen. Aber da hätte ich auch mal auf mein Konto gucken können. Na gut, Leute. Egal, ein lostes Ende ist ein normales Ende auf meinem Kanal. Von daher hoffe ich, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lasst jetzt gerne mal einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle wieder bei der nächsten Folge. Ich freue mich sehr auf euch, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, Leute.